Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem SK auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und eines habe ich auf diesem Kanal noch nie getan. Ich habe, oder? Habe ich? Ne, habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Musikvideo von TJ Beastboy mir angeguckt, angehört oder sonstiges. Sowieso die letzten Monate habe ich ja Deutsch-Hip-Hop und Deutschsprachiges sowieso fast gar nicht mehr berührt, aber jetzt so langsam komme ich da wieder ein bisschen zurück und rein. Wobei, gewöhnt euch nicht dran. Direkt schon so ein Disclaimer. Aber wir gucken uns hier mal gemeinsam Paranormal Flow Machine oder Paranormal Flow Machine. Ich bin gespannt. One take? Medley. Okay, krass. Paranormal Flow Machine EP, out fucking now. Krass, hört's Cover, euch, Alter. Auch immer. Sieht mega geil aus. Ich rap euch was vor. Yeah. They call me sir, don't give a fuck. Yeah, I turn words into gold. When I rap lines out of Jedi's, feel a disturbance in the force. Yeah, I'm not allowed to rap. That's determined by the law. The polar ice is melting and my verses are too hard. Das kratzt in der Stimme. Euer Shit ist nicht sehenswert. Ja, nicht mal der Rede wert. Ja, meine Gang legendär, flex wie ein Sägewerk. Jetzt gibt es mega Lärm. Ein Baller handelt den Seelenschmerz, ja. Und zerfleiß sich durchs Tränenmeer. Ich lass mir nicht mehr den Weg versperren. Hatet nur weiter und macht euch das Leben schwer. Ich mache, was ich mache, wie ein Gewinner. Ja, ich schaffe, was ich schaffe, denn ich will es. Ja, davon hast du gar keinen Schimmer. Ja, du fragst, wer ist der Barber und ich bin es. Ich ramborte in den Beat, so wie die Harpunen Moby Dick. Hab den Swagger eines Mangas oder Comic Strips. Ja, 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 Flow so fett wie Obelix. Wir sind nämlich nie Doran, ich werf aus dir den Doppelkick. Ich mach den Leoni das und tritt dich in das Loch zurück, aus dem du gar gekrochen bist. Ich rap und die Epsilon. Ich breche Rekorde wie dieser Montana Black. Und du machst einfach gar nichts, denn du Opfer bist swag. Goddamn! Wenn mein Flow ist abgefahren, so geht der Bus, wenn man zu spät zur fucking Haltestelle kommt. Ah ja, ja, ich gebe alle deine Songs, ah ja. Ja, ich ficke alle, die noch kommen, ah ja. Nicht schlecht, okay. Alter. Jeder weiß, dass ich der Shit bin. Denn ich pull up in einem dicken Schlitten. Geiler Nintendo-Song, genau, also Gameboy. Genau mit einem Blue Falcon. Mit Mäßig. Deinem Porsche hast du nichts zu melden. Ey, du wirst Zeuge, wie ich lässig um die Ecke drift und wie im Actionfilm aus dem Fenster springen und dir einen Felgenkick in deine Fresse gib, damit du endlich blickst, wer der Beste ist, nämlich ich. Und das wird sich auch nicht ändern, Bitch. Und wenn ich Bitch sage, meine ich keine Frau, sag ich Bitch, meine ich dich und deine Klick, meine ich auch. Du wirst schauen, wenn der King an dir vorbei wird, du Penner mit der linken Hand am Lenkrad in der rechten Hand, das Alter, hey. Während er ein freches Lächeln in der Fresse hat, wie Gänger machst du Wack und dir direkt eine fette Bremse, Winnie Pampers. Und so begrabe mit Zimmern sind, ich bremse ab und halte die Finger gern aus dem Fenster. Grad, grad, drive by wie ein Gangster. Ha, ha, keine Zeit für die Blender. Mies. Eieieiei. Das alles ohne ein Backup und sonst irgendwas. Nicht schlecht. Du bist doch voll aufgedreht. Ich zieh mir lieber noch ein Pulli. Das heißt, es ist so. Ich fühle mich wie ein Dementor. Und wenn ich komme, wird's kalt. Ich brauch nur reinzufahren in deine Straßen. Es wird so eisig kalt. Du siehst deinen Atem. Ich hatte meistens Abstand von kleinen Versagern, die den Neid gepackt haben, weil sie keinen Plan haben und selbst noch kein bisschen spitten können wie ein kleines Lama. Ich zeig keine Gnade. Rapper sehen schwarz und schwimmen die weiße Fahne. Hinter Mikrofon bin ich ein Killerball auf Koksen, dabei bin ich in Person so wie der Dalai Lama. Ja, ich hab's drauf wie üblich. Du bist sondern doch, wenn man ein Auge zudrückt. Noch nie wurden Flows so fucking ausgeklügelt, ausgeführt, obwohl ich gerade kaum bemüht bin. Sie fragen, hast du noch ein Bossspiel auf Lager? Und ich sag Schuhe. Schuhe so wie Sneaker, ich bin cool so wie Shiba, aber durch deine Speaker kommt so viel Rack in Fire, du dich so ist Fieber, Digga. Warum eine ganz andere Liga, Digga? Ich wolle aber rede nicht von FIFA, Digga. Sie machen im Internet auf Gangster, aber sind in Wirklichkeit der Digga in einem Club auf Kika, Digga. Geh mal bitte back in eure Kita, Digga. Mit Time ist aus wäre ich John Cena, Digga. Will ihr deine Worte lieber bei Soda, spür die Energy, die halt rauf, die Beat von Kira, Digga. Ey. Kranker Beater. Schön kreativ, die Sounds. Yeah. Ich bin auch so kalt. Ich komme
mit meinen Schwestern und Brüdern. Ich weiß, dass du Kälte gefühlt hast. Vegeta, der bricht den Scouter. Wegen des Levels der Hydra. Komm, wir vorbei, wird es eisig. Und man sieht Heißkosten steigen. Im Netz hast du große Fresse. Doch in Real Life bist du leise. Auch Klecks hast du dicke Eier. In Wirklichkeit hast du keine. Du denkst vielleicht, dass du nice bist. Aber bist eigentlich scheiße. Aber bist eigentlich wack. Aber hast eigentlich kein bisschen Swag. Und du bist hängen geblieben, so ähnlich wie fliegenden Elfspinnennetz. Deutsche Rapper machen Minus. Doch ihrer Persona geht es gut. Es ist, als wäre ich Rezo. Und die Raps sind in die CDU. Ich seh schon jeden an mir und die Quere kommt in eine Killermaschine wie Megatron. Alle sehen nur das Geld, aber ich seh nach vorne. Bin auf Feier wie mein fucking Meramon. Bin ein fucking Ehrenmann, der Feuer speit wie der Drache von Eragon. Und in seinem Kopf niemals alt wie Peter Pan. Look at me, ich mach euch kalt wie ein Dementor. Ich hab Swag, egal was ich rap. Alle sind geflasht, denn ich bin der Man. Ja man, ich hab Swag, hey. Egal okay. Was du denkst. Listen to this. Geil, hab ich gefallen. Es sind der aneckende, bahnbrechende Motherfuckers in den Sack steckende und danach die Kadaver mit Spaten im Garten, im Grab der verscharrende Masse mit Bars, die so wahnsinnig hart gehen, als sammeln sie ab von einem anderen Planeten, passt so wie Marsmännchen. Blizzard wie du sollst nicht meinen Namen nennen. Die an den Markt gefesselten hartnäckig am Arsch leckenden Chart. Rapper sind Farbbrecher, mach mal nicht auf T-Rex die Arschfresse. Mach nicht auf Bud Spencer, ihr Kaff-Gangster. Ich bin pretty pretty, so wie Lametta. Und bei deiner Geburt achten die Arzthelfer, du wärst die Plazenta, Digga. Ekelhaft. Okay, einen letzten noch. Wow, okay, krass. Immer diese kratzende Stimme, die geht bestimmt gut oh, auf die Leistung. Die Felgen an deiner Karre sind für mich nicht das Blech. Ich roller mit City-Roller und fühl mich wie der Chef. Der Himmel verdunkelt sich, Homie, denn Ricky is back. Das Ego ist hungry, doch ich bin relaxed. Diggy move back, Alarmstufe rot, wenn ich in die Booth step. Ich bin wie eine grüne Banane, Homie, denn ich bin zu fresh. Interessiert mich nicht, was du denkst. Yeah, wir setzen das Studio unter Quarantäne. Jedes Mal, wenn ich gerade in der Booth bin und ein Part aufnehme. Ich bin wie ein Dragon, ich hab Blut in meinen Atemwegen. Und ein kleiner Wacko, was nur im Namen abzugeben. Wow, die ist auch noch aus Gold. Darauf bist du sicher richtig stolz. Du hast sogar Schlüssel für ne Bands. Damn, du bist ja bestimmt ein geiler Hengst. Ich schicke dir jetzt gerade eine SMS, ein Tweet, eine Emoji und die Nachricht, dass ich besser rap. Sie nennen es Manu, doch ich nenne es Fact. Pechschräne, der Rap sind alle Jets. Jeder sieht, der Boy, der hat es drauf, ey, yeah. Paranormal Flow Machine out now, ey, yeah. Jeder sieht, der Boy, der hat es drauf, ey, yeah. Paranormal Flow Machine out now, ey, yeah. Geil. Böse. Aber boy, boy. Pff, krank, Alter. Jetzt hab ich doch hier auf was anderes gedrückt. Voll lauter in der Mobilität. Wahnsinn, ey, krass. Also das ist schon definitiv eine Leistung. Yo, die Beats sind ultra fresh von Young Kira. Fallen halt gut raus von dem Einheitsbrei, den wir ja seit 2 Jahren hören und ich mich deswegen auch jedes Mal beschwere, beziehungsweise gelangweilt fühle, größtenteils, weil er viele kreative Sachen drin sind. Nur dieser Mashup, oder im Endeffekt Mashup, Medley, von diesen ganzen Beats hintereinander, irgendwas haben die Jungs da am Sound gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Beats auf der EP dann nochmal anders ballern, so mit den Sounds, die er da reingemacht hat und so weiter. Übrigens, geil, Freeze Frame von TJ hier reingeballert. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen zu breit irgendwie da reingesetzt wurden, dass sie irgendwie viel breiter klingen, als sie sein sollten. Weiß nicht genau, woran das liegt, ob die da irgendwas gemacht haben oder nicht. Aber ich bin mir anders sicher, dass sie auf jeden Fall anders ballern werden auf der EP. Kommt nicht, alle Details vom Beat kommen nicht so richtig gut rüber teilweise. Hier ist der Fokus einfach wirklich auf dem One-Taker von TJ, weil das einfach, das ist ja das, was hier gerade am meisten abgeht und hier die ganzen Songs so schön hintereinander zu präsentieren. Mit diesen ganzen Stimmen zwischendrin, ich finde sowas immer cool. Ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, ja, der verstellt es auf deine Stimme, mag ich nicht so gern. Geil, dass ich, während ich das sage, meine Stimme verstelle. Ich finde das aber ehrlich gesagt ziemlich cool, weil die Stimme ist für mich einfach ein Instrument und man kann Instrumente auch immer auf alle möglichen Art und Weisen spielen. So, das ist nicht festgefahren. Und wenn man die Stimme verstellen kann und nicht nur eben die Tonhöhen, sondern eben auch wirklich in dem Charakter, in den Timbre, eben diese Aggressivität, dieses Raue oder so ein bisschen was Dumpferes reinbringen kann und so, ich finde das geil. Deswegen, das finde ich auch sehr stark, dass er das eben macht und kann. Und
Ja, ich bin gespannt auf die EP. Mehr kann ich, glaube ich, einfach nicht sagen. Richtig krasses, krasses Teil geworden. Kleine Empfehlung, falls TJ das sieht. Das Rode Mikrofon, das er da hat, das ist sehr bekannt und auch sehr gut. Das ist ja dieses NT1A oder so ist es, glaube ich. Da gibt es noch eins. Das ist ein kleines bisschen teurer als das. Auch eine Empfehlung an alle da draußen. Manchmal bekomme ich das auch immer gefragt, so per DM. Ja, ich will gerade einsteigen oder was empfiehlst du da für Mikrofone? Ich habe hier im Studio auch teure Mikrofone und so weiter, aber es gibt ein Mikrofon von Rode, das kostet 250 Euro, immer mal so um den Dreh, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das ist, heißt auch NT1, aber Kit, glaube ich. Und das ist so ein schwarzes aber und da kommt auch schon so eine Spinne mit, wo vorne so ein Popfilter, also dieser Filter, den TJ hier in dieser runden Form hat, kommt dann in so einem rechteckigen, so Hochkant aus irgendeinem Metall. Ich glaube, es ist irgendwas, lass mich lügen, Alu-mäßiges, sowas in die Richtung. Sorry, dass ich nicht so genau weiß, weil es jetzt hier alles spontan aus dem Kopf. Das ist richtig geil. Das ist unfassbar gut. Also das hat quasi gar kein Rauschen, ja, und ist gerade in den Höhen extrem clean, sehr schön präsent. Gerade das, was man heute eigentlich sehr gerne in den Stimmen auch haben möchte und hören will. Ich hatte das damals eigentlich mal so aus dem Notfall heraus gekauft, weil ich irgendwo unterwegs war, ein Mikrofon brauchte, um Sprecher aufzunehmen und so weiter. Lange Geschichte, auf jeden Fall habe ich es gekauft und habe dann gemerkt, Alter, wie gut ist das denn? Und es hat mir nie irgendjemand erzählt und sonst irgendwas. Seitdem erzähle ich das jedem. Ich habe das auch schon bei TVC-Commercial-Sprecher-Sachen aufgenommen, die ihr sicher vielleicht sogar schon gesehen habt, bei irgendwelchen Gesangsdingen und so. Das kann man echt sehr, sehr gut bei so Sprecher, Sprach, Vocal und so weiter sehr gut benutzen. Entsprechend eben auch für Rap und Gesang. Für Rap gibt es vielleicht, je nachdem, welche Technik man benutzt und hat, auch nochmal andere, die vielleicht besser sein könnten. Aber wenn ihr ein Mikrofon braucht, wo ihr sagt, für Vocals darf nicht zu teuer sein, wirklich, fangt mit dem an. Sodass, da werdet ihr so lange Freude mit dran haben und ihr müsst nicht viel rumdrehen und sonst irgendwas. Ja, das wollte ich nur sagen. Okay, ansonsten, ey, mega fresh, richtig geil. Ich weiß nicht, ich dachte, ich hatte schon mal was abgecheckt oder nicht, aber auf jeden Fall Daumen nach oben dafür. Und ich bin echt gespannt. Ist sie jetzt draußen? Die ist schon draußen, die EP, oder? Ja, okay, dann müssen wir uns das auf jeden Fall anhören. Ja, Leute, Link zu diesem Video und alles weitere unten in der Beschreibung. Genau, das hatte ich, glaube ich, gehört. Tausendmal cooler oder so. Ja, war geil. Ja, ansonsten gibt es Merch, falls ihr interessiert seid. Rainbow Color Edition nennen wir das. Alles Korea K-Pop inspired. Mit den Fingerhearts und natürlich auch mit meinem Namen oder Danas Namen. Und es gibt noch ein Black Lives Matter Special Edition mit dem roten Fingerheart. Da ist das Besondere, dass ihr mit dem Kauf eines Shirts einen Anteil quasi direkt spendet an die NAACP. Die unterstützt eben Menschen drüben in den Staaten bei rechtlichen Problemen, Fragen, sonstige. Eher Problem, fragen wir noch nicht. Checkt das auf jeden Fall alles ab. Ich will nicht so viel drüber quatschen. Ist alles unten verlinkt. Und genau. Schaut es mal an. Ich mache ein Thumbnail. Und dann dürft ihr jetzt noch schnell abonnieren. TJ. Oh Gott. Okay, jetzt kann ich nicht mehr auf Ernst. Ja, checkt es einfach mal. Also. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.